Hallo. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, wie wir oben den Dachstuhl zurückgebaut haben. Der war ziemlich verwurmt. Heute geht es dem vorderen Teil des Gebäudes an den Kragen. Wir wollen heute in dem Bereich, in dem das Gerüst steht, die erste Etage rückbauen, oben die Decke entfernen und das Gebäude so weit vorbereiten, dass wir das Gerüst nicht mehr brauchen. Wie weit wir bei der ganzen Sache ohne Bagger kommen, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! In unserem letzten Video haben wir euch gezeigt, wie wir den vollkommen verwurmten Dachstuhl entfernt haben. Wir haben aber alle Dachziegel aufgehoben und haben sie mit unserem halbautomatisierten Umreifungsgerät gebündelt, da wir die nochmal verwenden wollen. Der restliche Dachstuhl wurde komplett zu Feuerholz verarbeitet, bei dem war wirklich überhaupt nichts mehr zu holen. Die Videos haben wir euch oben rechts nochmal verlinkt. Wer da Lust hat, kann da gerne mal reinschauen. So, wir haben jetzt die Plane wieder abgedeckt. Jetzt müssen wir uns hier um den mittleren Balken kümmern. An dem sind nämlich alle Deckenbalken angeschraubt. Da war dafür da, um das ganze Dach anzuheben, damit unten die Decke gerade bleibt. Das hat auch wirklich wunderbar funktioniert. Hat sich erst gesenkt, als wir die Eisen rausgezogen haben. Das ist hier oben mit Vierkantschrauben festgemacht, Zollgewinde. Um die 200 Jahre alt, aber die Schrauben kriegt man auf jeden Fall wieder los. Also da ist nichts festgegammelt oder so. Das ist zwar vollkommen verrostet, aber durch das Zollgewinde und die Vierkantschraube kriegen wir die hundertprozentig wieder los. Das wird jetzt ein bisschen gefummel. Und wenn wir dann alle Schrauben hier raus haben, können wir den Balken wegnehmen und uns wirklich um die Decke kümmern. Probieren wir. Ah, Zollgewinde. Zollgewinde geht immer. Es geht immer. Auch nach 200 Jahren. Die heben wir auf. Ist ja geil. Die brauche ich euch irgendwo im Haus. Schraube ich damit euch was fest. Wilde fängt. Bildefängen, ja. Mit jeder Mutter, die wir jetzt lösen, wird die Decke etwas instabiler. Wer genau hinsieht, erkennt, dass sich die Decke rings um den mittleren Balken absenkt. Keine Angst, das war von vornherein so geplant, war uns bewusst, dass das an der Stelle abgeht. Aber es ist dann doch ganz interessant festzustellen, dass dieser Balken nicht ganz umsonst da war. Bevor nun als nächstes oben die Dielung entfernt werden kann, müssen wir erst einmal den großen Balken runterheben. Eigentlich haben wir ja gedacht, dass wir den aufheben können, aber nachdem wir den untersucht haben, als er am Boden unten lag, haben wir festgestellt, er ist leider auch bloß Brennholz, weil der Wurm da auch zur Hälfte durch war. Das ist eigentlich schade, denn der war knapp 7 Meter lang und hatte Abmaße von 30 x 30 cm, also ein richtig dicker Wummi. Der war sogar noch ein bisschen gerade, also den hätten wir gerne nochmal irgendwo verwendet oder zumindest verkauft, aber das war wirklich was, das konnte man niemanden mehr anbieten und deswegen haben wir dann unten am Ende dann doch zersägt. Leider. Der Dachstuhl ist jetzt restlos entfernt, auch der tragende Balken als Längsverbinder der Decke ist entfernt. Lediglich die hinten liegenden zwei Wechsel haben wir drinnen gelassen. Jetzt machen wir erstmal die Dielen weg und dann geht's endlich an die Decke. Je weiter wir beim Abriss voranschreiten, desto öfter finden wir Stellen, die uns in unserer Entscheidung des Abrisses bestätigen, wie zum Beispiel hier der Giebelbalken ist komplett aufgelöst. Ich wüsste auch nicht, wie man den hätte reparieren können, ohne ihn komplett zu tauschen. Also es war schon eine gute Entscheidung, die Bude abzureißen. Unter den Dielen kam dann auch was Interessantes zum Vorschein. Heutzutage würde man sagen, eine Schüttung zur Isolation, aber hierbei handelt es sich ausschließlich um Spelzen, also um Spreu von Gerste und Weizen. Und interessant war, dass sich darunter noch eine Schicht Holzkohle befand. Also wer von euch ein bisschen Ahnung von Fachwerkhäusern hat, kann mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was es mit der Holzkohle auf sich hat. Ob die zum Trocknen des Lehms da war oder für sonst irgendwas. Also es wäre wirklich mal sehr interessant, wenn das einer in die Kommentare schreiben kann. Außerdem war es meiner Meinung nach echt viel Spreu, die sich dort in der Zwischendecke befunden hat oder als Schüttung dort drin war. Ich weiß nicht, ob Mäuse über einen Zeitraum von 150 Jahren dort insgesamt 1 Kubikmeter Spelzen angesammelt haben. Vielleicht war das ja auch eine Art Isolierung,
Also wer davon ein bisschen Ahnung hat, schreibt mal bitte irgendwas in die Kommentare. Das würde uns wirklich mal interessieren, was es damit auf sich hat. Und los geht's mit dem Deckenabriss. Unser Plan ist wie folgt. Den ersten Deckenbalken vorne schneiden wir auf handliche Meterstücken. Da können wir ihn besser wegnehmen. Danach sollten die mittleren Staketenelemente, also die Decke selbst, nach innen runterfallen und zu Boden stürzen. Danach können wir den nächsten Deckenbalken vorne an die Giebelseite rollern, um ihn dort zu zersägen. Und so sollten wir dann schwuppdiwupp die Decke mehr oder weniger schnell zerlegt haben. Wie bei den meisten alten Fachwerkhäusern üblich sind die Deckenbalken auf die äußeren Wände wirklich nur aufgelegt, versehen mit einer kleinen Führung, kann man sagen, so eine Art Schwalbenschwanzführung. Aber es gibt da keine Nägel, noch nicht mal Holznägel, es ist wirklich einfach nur formschlüssig mit der Wand verbunden. Und das Ganze bekommt man mit der Brechstange ziemlich gut auseinander, mehr oder weniger. Jetzt mal eine kleine Übersicht für alle die, die sagen, das Bauernhaus kann man noch retten. Einer hat ja geschrieben, 90% aller Fachwerkhäuser können gerettet werden. Wir haben die letzten 10%. Warum? Seht ihr jetzt hier. Wir haben jetzt hier angefangen, die Decke wegzunehmen. Und hier haben wir einen Deckenbalkenauflager. Balkenkopf sieht bei uns so aus hier. Da kannst du die Hand reinstecken. Hier ist wirklich überhaupt nichts mehr los. An manchen Stellen wurden die Staketen im Gefache schon ersetzt. Wahrscheinlich war hier früher mal eine Bodenluke verbaut. Das heißt, sie haben die Staketen entfernt und das Ganze mit Brettern von unten vernagelt. Das stört natürlich unsere Strategie, die Balken einfach auseinanderschieben zu können. Also müssen wir da kurz mal ein bisschen mit unserem Sappi nachhelfen. Das ist übrigens ein sehr zu empfehlendes Gerät für Haus- und Scheunenabrisse jeder Art. Und wenn du glaubst, es hält nicht mehr, kommt von irgendwo ein Drähtchen her. So, ihr seht ja, mit der Decke sind wir jetzt fertig. Jetzt fangen wir mit den Wänden an. Wird schon ein bisschen interessanter. Dann haben wir jetzt hier vorne zuerst die Giebelwand. Die werden wir zuerst wegnehmen. Machen wir genauso wie bei der Scheune. Hat ganz super funktioniert. Oben einsägen auf Meterteilen. Alles runter montieren und die Seitenwände werden wir dann wahrscheinlich reinschuppen. Wir gucken mal, wie sich das hier entwickelt.
nicht gut, wenn Holz so klingt beim Das ist immer nicht gut, wenn das Holz so klingt, wenn man es bewegt. Ja, gell? Okay. Knorschlig. Meine Fresse! Alles auf hier demontiert. Ja. Nur mit Wut hier. Doch, das Fach kommt. Das ganze Fach kommt. Nicht alles ist immer. Das ist doch eine Aussuchung, kann ich mir das nicht. Geht nicht. Da ist der Stängel noch im Weg. Hast du noch nicht durchgesägt. Jetzt schön. Thank you.
Nach 8 Stunden Arbeit merken wir dann aber auch, wie jeder Handgriff etwas anstrengender wird. Das geht ganz schön in die Knochen, so ein Hausabriss. Es ist ja auch wichtig, dass man das Ganze langsam und mit Bedacht macht und nicht wie ein Wani da irgendwelche Balken durchsägt und drauf einschlägt, sondern sich wirklich vorher überlegt, was passiert jetzt, wenn ich diesen Balken hier raushebel, absäge, sonst was damit mache. Das ist hier wirklich die Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten. Das sieht zwar alles ein bisschen waghalsig aus, was wir hier machen, aber tatsächlich machen wir uns wirklich viele Gedanken, bevor wir hier irgendwas zusammenhauen. Das haben wir bei der Scheune schon gemacht, da war es noch ein bisschen wichtiger. Die war noch mal 5 Meter höher als das Haus und es hat sich am Ende wirklich bezahlt gemacht. Man kann aber nur eins nach dem anderen machen und wenn was nicht geht, muss man halt nochmal überlegen und mit Ruhe und Bedacht das Problem dann lösen. Ein Hausabriss in Eigenregie ist also nichts für notorische Hektiker und Terminfetischisten. Boah, Zapfen. Geht's gleich weiter mit Bohren. Zum Schluss kommen dann doch noch unsere heißgeliebten Obsthaken zum Einsatz. Mit denen kann man wirklich praktischerweise über gefährlichen Untiefen wunderbar Material bewegen. Damit haben wir so ziemlich die ganze Scheune eingerissen, die war ja etwas größer. Wer das Video noch nicht gesehen hat, das verlinken wir euch mal oben in der Ecke. Aber auch hier beim Abräumen der Stube und den Runterschubsen der Gefache machen sich die Obsthaken wirklich echt bezahlt. So, Tagesziel erreicht. Tagesziel erreicht. Wir haben die Decke entfernt. Wir haben wirklich nachgewiesen, dass das Haus wirklich Schrott ist von der Substanz her. Wir haben gleich die obere Etage entfernt, sind runter bis auf unsere Jochs, die wir gestellt haben, haben wir alles runtergenommen. Es hat alles wunderbar geklappt. Alle haben noch ihre Finger und Zehen. Das ist die Hauptsache. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.